Oh, wie. Oh, warte mal, da ist der Dressing Room. Da ist der männliche Jurybereich. Möchte ich erstmal behaupten, möchte ich das mal benennen? Dann gehen wir mal rein. Können wir gar nicht rein. Schade. Ist wahrscheinlich gerade belegt von einer Konkurrentin. Naja, dann beim nächsten Mal. Dann halt der Dressing Room. Ja, da kommen wir rein. Ziemlich langes Tutorial alleine schon. Und, oh. So, wo ist denn Mandy? Mandy. Du bist Mandy. Dieser. Das sieht so extrem toll aus, wie die beide einfach nur. Na, was willst du denn, Zicke? Das sieht schön aus. Hi du, ich bin Mandy. Lena hat mir gesagt, dass du da bist. Wie läuft's? Hallo Mandy. Gut, so langsam bekomme ich einen Nicht Überblick. wirklich. Wenn du Modetipps brauchst, bist du bei mir genau richtig. Suchen wir uns doch ein paar hübsche Outfits aus. Sprich mit Celine, damit sie dir den Dressroom zeigen kann. Wieso hinter vorgehaltener Hand? Was? Wieso war das denn über vorgehaltener Hand Dressing Room gesagt? Gibt's bestimmt ein Glory Hole drin oder so oder ein Guckloch. Aber dieses guck dir den Dressroom. Ich brauche hier gar keine Zweideutigkeiten zu erfinden. Das Spiel nimmt sich doch selber schon nicht ernst. Achte bei der Auswahl deiner Komm ich nicht. Ah, das war eine schöne Szene. Achte bei der Auswahl deiner Kleidung auf das aktuelle Modethema. Wähle zuerst deine Oberkategorie aus. Du kannst Oberteile, Beinbekleidung und Schuhe auswählen. Mit den Pfeiltasten bestimmst du, welche Kleidung du tragen möchtest. Bist du zufrieden, bestätige deine Auswahl dann mit fertig, als ob Frauen jemals zufrieden wären. Ich bitte dich. Dressroom! Wo ist der Dressroom? Welcher Stadt sind wir hier eigentlich? Ziemlich hohe Skyline. Ach, hier können wir wieder posen. Nee, will ich nicht. Was ist das hier eigentlich? Viel zu wenig Schuhe für Frauen. Das ist völlig unrealistisch gehalten. Wo ist jetzt der Dressroom? Wir sind doch im Dressroom, oder nicht? Ah! Tolle Kamera. Warum? Was? Wäre es so schwer gewesen, eine frei bewegbare Kamera einzubauen und die sieht irgendwie ein bisschen arrogant aus? Hallo, ich bin Celine. Schön, dass wir uns kennenlernen. Wie ich sehe, haben dich die Mädchen schon etwas herumgeführt. Ja, ich wurde Die großartig Stimme von ihr empfangen kommt mir und alle bekannt sind vor. total lieb. Wie mir zu Ohren gekommen ist, hast du schon einen Spitznamen bekommen. Die Kleine, Ha! richtig? Das ist süß. Und Ich der bin passt größer zu als dir. du. Du möchtest bestimmt etwas zum Dressroom erfahren. Dann, Kleine, schlage ich dir vor, dass wir direkt loslegen. Der kommt zum Dressroom. Wähle zunächst die Kategorie. Oh Gott, ich komme nicht auf das Spiel klar. Wähle zunächst die Kategorie Oberkörper, Unterkörper oder Füße. Oh yeah. Anschließend kannst du die dafür vorgesehenen Kleidungsstücke fahren. Bla, ja, das haben wir ja gerade schon gelesen. Warum wird uns eigentlich alles doppelt und dreifach erklärt? Hä? Wie Spiel? Ah! Oberkörper. Ich würde gern beim Printshirt bleiben. Nee, komm, wir nehmen mal was anderes. Nehmen mal. Ich mag ja so Printshirts. Nehmen mal das hier. Unterkörper. Genau. Ah, und der Fall. Und der Zeitdruck finde ich schön, damit die Frauen hier nicht ewig davor sitzen. Das sieht doch ein bisschen bitchig aus. Nee, das sieht. Das, nee, nee, wir wollen ja schon ein bisschen. Nee, wie gesagt, Minirock mag ich nicht. Shorts. Nee, Leute. Batik passt da dazu, ne? Nee, schwarz sieht ein bisschen. Ja, nee, wir nehmen die. Und natürlich Füße. Gucken wir mal, was dazu passt. Konnte ich nicht irgendwie ein Oberthema auswählen noch irgendwo? Offenbar nicht mehr. Na, egal. Lachs, Türkis oder Schwarz? Die hier, Lavendel. Ja, ist mir völlig egal. Das ist mir völlig wurscht. Deine Terminwertung. Machen wir nochmal. Was ist denn das Thema? Ich hab gar nicht. Hä? Was ist denn das Thema? Wollt ihr mich verarschen? Moment.
Hä? Ich bin verwirrt. Oberkörper, Printshirt, Blazer. Was war denn das? Nehmen wir mal, das hier sieht noch ganz ordentlich aus. Unterkörper meine ich dieses, das hier im Kopf zu haben. Und Füße. Moment. War das 2 von 3 richtig? Ah, wird mir das angezeigt? Moment. Das will ich jetzt wissen. Gott, ist das billig. Nicht wirklich, oder? Also, ist nicht mal... Ah, herrlich. Schön. Dieses Spiel macht es einen auch einfach. Eine perfekte Wertung. Die Jury wird davon begeistert. Aber das ist ja anspruchsvoll. Richte die Auswahl deines Outfits nach den individuellen Modethemen. Ich wusste nicht mal das Modethema. Als Model musst du ein gutes Gespür dafür beweisen, was zu einem vorgegebenen Stil passt und ja, was nicht. Schön. Sprich mit Mandy, du kleines Schulflittchen. Echt mal, wir sehen aus wie so eine Internats... Und ist das immer noch Tutorial? Bah. Was wäre ein cooles Outfit ohne eine schick gestylte Frisur? Die Auswahl einer passenden Haarpracht ist genauso wichtig wie dein Outfit. Es muss einfach ein stimmiges Gesamtbild sein. Finde ich auch. Ganz recht. Form und Farbe müssen dein Dress abrunden und gleichzeitig zu deinem Gesicht passen. Kann man schnell etwas falsch machen. Aber sprich doch wieder mit Celine, um dir diesmal das Styling zu machen. Warum musste ich jetzt hierher kommen? Hätte mir das nicht auch Celine sagen können? Das ist ja bestimmt sein Friseur. Achte dabei auf die Vorgaben des aktuellen... Okay, warte mal. Die Vorgaben sehen wir doch hier. Nein. Ah, da. So, Frisur. Jetzt verstehe ich es auch. Figurbetont, freche Kombi, stadttauglich. Also quasi... Warte mal, das ist doch das, was wir jetzt haben, ne? Ja, also wäre das die Frisur, die wir aktuell haben. Okay. Und dann... Hell... Pink... Irgendwas. Ja gut, das sollten wir jetzt noch hinkriegen. Ich denke mal nicht, dass das Spiel allzu schwer wird. Ich kann mich natürlich irren. Sehen wir mal, was wir aus deinen schönen Haaren zaubern können. Na dann, Kleine, bist du bereit, etwas über das Styling zu lernen? Ja, Mama. Willkommen zum Styling. Wähle zunächst die Kategorie Kopf aus. Du kannst nun zwischen verschiedenen Haaren und Farben wählen. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um dein Model zu drehen. Viel Erfolg. 2 1 Pam. Weil es eben schon unsere Frisur ist. Das ist wunderbar. Das wusste ich von Anfang an einfach schon. Ich bin ein Modeexperte. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Ah, herrlich. Schön. Super, jetzt müssen wir wieder zur anderen Tussi rennen. Wenn eine Frisur deinen Auftritt nicht im wahrsten Sinne krönt, kannst du noch so edle Kleider tragen. Es muss einfach Die Frisur ist das Wichtigste. Ja, wieder zurück zu Mandy. Wobei ich ja zugeben muss, ich bin ja auch so ein kleiner, bei Frisur, was Frisuren angeht, bin ich auch ein bisschen eitel. Als Finish gehört natürlich noch ein tolles Make-up dazu. Die Schminke sollte mit deiner Kleidung und deiner Frisur harmonieren. Gleichzeitig darfst du aber auch feine Akzente setzen. Je nach Modethema passen halt eher dezente oder knallige Töne. Schau doch einfach in dein Moodboard, wenn du ein paar Anregungen brauchst. Marie hatte recht, du kennst dich wirklich gut aus. Wieder dieses Fußballerjubeln. Vielen Dank für deine vielen Tipps. Keine Ursache, habe ich gern gemacht. Genau. Vergiss nicht, dich mit Celine über Make-up zu unterhalten. Ciao. Hast du gern gemacht. Und immer dieses Zwinkern. Ja, komm, das lese ich jetzt nicht. Make-up. Also ich habe mal gerade so ein bisschen nachgedacht. Man kommt ja auch irgendwann zu... Also ich würde sagen, ich spiele bis zur ersten Entscheidungsshow. Ob wir rausfliegen oder nicht, wird sich dann zeigen. Oder ihr sagt natürlich, spiel weiter. Das geht ja auch. Sprich mit Mandy, Make-up-Styling. Oh, das sind ja Termine, Mensch. Eine Frau hat vielleicht Termine, Make-up. Mit Mandy sprechen und... Oh, das freut mich. Ich verstehe jetzt immer, warum Frauen so viel beschäftigt sind und warum die so wenig Zeit haben manchmal. Bei solchen Terminen käme ich auch nicht klar. Allein das Schminken ist ja eine stundenlange Angelegenheit. Eieiei, so, warte mal.
irgendwas Helles, irgendwas Hässliches. Und wenn ich das jetzt mal so die Farben verbinde mit dem da und dem Gesicht, dann sieht das, kann das doch nur kacke aussehen. Ich bin kein Freund von Schminke. Je weniger Schminke, desto besser. Frauen haben eine gewisse natürliche Schönheit, die sie meistens nicht sehen. Aber Männer sehen das. Nun kann ich dir noch ein paar Kniffe beim Make-up zeigen. Los geht's. Yay! Blablabla. Wie gesagt, also wenn ihr sagt, spiel das bitte weiter, wir wollen mehr sehen, spiele ich das natürlich auch bis zum Ende oder bis bis weiß ich wohin. Aber ansonsten bleibt das nur so ein Kurzprojekt, bis ich lost, wie lange ich lost habe. Lidschatten. Lidschatten. Oh. Doch ein bisschen mehr Auswahl, als ich dachte. Aber ich meine. Warte. Nee, wie war denn das? Nee, warte mal. Das war schon mal falsch. Welche Farbe hatten wir denn da? Hier dieses. Ach Gott, was sind das für Farben? Rosa. Hä? Füllt das auch aus? Ah. Hä? Was? Wie geht das? Okay. Wir machen erstmal Lippenstift. Ich hätte vielleicht doch mehr gucken sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so. Einmal hier pink. Oh, wie viele Farben einfach. Magenta. Geht das? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Hä? Ich hätte mir vielleicht doch das Tutorial kurz durchlesen sollen. So, auf den Pfeil muss ich das machen. Gott, das ist ja billig. Das ist ja mehr als billig. Das ist auf jeden Fall richtig. Nee, das war hier. Dieses etwas komische. Ich meine, rosa war es, oder? Na komm, das mache ich jetzt noch. Das schaffen wir da jetzt mal. Gucken wir, das ist die richtige Farbe. Jetzt würde ich mir irgendeine Farbe merken, dass es so viele Farben hier gibt. Kastanie, das ist doch keine, das ist keine richtige Farbe. Das ist eine Fantasiefarbe mal wieder von Frauen. Das war anscheinend auch richtig. Und jetzt das hier. Ich hoffe mal, das war. Nee, Quatsch. War das halb nur? Wie war denn das? Ich meine, schmal war es. Das schaffen wir eh nicht mehr. Dann sind wir einfach fertig. Ja, komm, ist mir egal. 2 Sterne sind besser als nichts. Vorbei! Na Mensch, die Farben muss ich mir. Müsste ich mir dann besser merken, alles. Ja, du bringst ein gutes Resultat. Beim nächsten Mal ziehst du bestimmt eine perfekte Bewertung. Ja, eigentlich nicht. Versuche deine natürlichen Züge zu unterstreichen, damit deine wahre Schönheit zu. Eine wahre Schönheit kann. Ist meine natürliche Schönheit. Im Moment kann ich dir nichts mehr beibringen. So, wie sehen wir jetzt aus? Wieso ruckelt das? Warum ruckelte das jetzt eben? What? Mist programmiert? Leute, so, was gibt's denn jetzt noch an Termine? Zurück. Alter, das ist ja mal ewig langes. Sprich mit Larissa natürlich. Was ein elend langes Tutorial. Wo ist Larissa? Wer ist Larissa? Wahrscheinlich kommt. Nein, ach, blöde Kamera. Wahrscheinlich kommt jetzt das Laufsteg gehen. Oder bist du Larissa? Nee, du bist Marie. Ja. Ob ich mir das schon merken kann? Bestimmt. Ah, wusste ich's doch. Und du bist bestimmt Larissa, meine Zwillingsschwester. Nur ohne Haarband. Hallo, ich heiße Larissa. Ich habe schon von dir gehört. Willkommen im Loft. Hi, Larissa.
Was machst du denn hier so? Ich muss unbedingt sofort den Catwalk anziehen. Ist doch klasse, wenn man ein Loft mit Atelier und einen Laufbekommen hat. Findest du nicht auch? Egal ob sportlich, natürlich oder sexy. Wenn du dort auf dem Laufstück bist, musst du eine Königin jedes Stils sein und die Menge verzaubern. Ja. Und der Spaß darf freilich nicht zu kurz kommen. Ich liebe den Catwalk. Sprich mit Franco dort. Er lebt ebenso viel. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich der Laufsteg im Strip Club auf den Catwalk yield. Er ist ein gutes Gespür für Timing beim Laufen und schnelle Reaktionen beim Posieren vor der Jury zu beweisen. Halte dein Model mit der linken und rechten Pfeiltaste sowie der Maus in Balance. Achte darauf, dass die Balken die Mitte nicht verlassen. Beim Posen musst du möglichst schnell die angezeigte Pfeiltaste drücken. Ich habe jetzt schon Angst. Wie grimmig er guckt. Hi, Girlie. Ich bin Franco, euer Coach. Lovely. Einfach lovely. Ich liebe dein Styling. Oh. Du bist bestimmt hier, um etwas über den Catwalk zu lernen, ist es? Well, dann lass uns nicht lange quatschen und zeig mir gleich mal, was du kannst. Zieh dich einfach aus und... Warum muss der Deutsch-Englisch reden und warum muss er schwul sein? Ist das irgendwie... Ist das so ein Auswahlkriterium, dass man als männliches Jurymitglied mitmachen darf? Willkommen zum Catwalk. Halte dein Model mit der Pfeiltasten nach oben. Und unten, so wie der Maus in der Balance. Das hat man gerade schon gelesen. Achte darauf, dass die Malten bla. Möglichst schnell so. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wir machen hier Learning by Doing. Bin mal gespannt, wie das mit der Maus funktionieren soll. Oh, Bitch. Hä? Wie? Ah, okay, ich sehe schon. Ah, Reaktionsspiel. Wie schön. Gar nicht mal so einfach. Ist doch relativ zügig. Habe ich schon Besseres, Schlimmeres erlebt. Und natürlich nach unten und nach rechts. Oh. Sexy Baby, zeig's mir. Da wird mal nur für Männer vibrierender Stab ganz heiß. Ah, das mit dem, links ist mit links ist mit Tastatur und rechts ist mit Maus. Ach, das ist so dämlich. Hat sich das System denn ausgedacht? Das ist ja mehr als schäbig. Das ist ja ein schäbiges System. Catwalk, Baby, Catwalk. Ah. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, muss ich zugeben. Das ist, ja. Hat einen gewissen Anspruch, möchte ich mal sagen. Dafür, dass das andere ja mehr als einfach ist. Weil es ja größtenteils vorgegeben wird. Weil man das wirklich sehr gut einsehen kann. Ist das hier gar nicht so einfach, die Balance zu halten. Vielleicht sollte ich auch die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterstellen, obwohl das ging eigentlich. So ähnlich wie bei den Pfeiltasten gerade gewesen. Ey, was? Ich hab nur nach unten gedrückt. Willst du mich verarschen? Du cheatest. Du schummelst. Und jetzt wieder zurück. Das ist, Drecksystem. Vor allem ist das Multitasking. Das ist fies. Das ist kein Spiel für Männer, ich merke das schon. Komm, Stern. Jawohl. Ha! Was ist... Drei Durchläufe einfach. Das dauert doch so elend lang. Ekelhaft. Eieieiei. Warum? Ach, ich frage einfach nicht. Also, da muss ich mich echt konzentrieren sogar. Da kann ich gar nicht so reden. Ja, das war jetzt nicht so brillant. Das habe ich schon besser hingekriegt. Mal gucken, ob ich jetzt hier noch was rausreißen kann. Also muss ich mich sogar teilweise einfach mal konzentrieren. Das hätte ich jetzt nicht wirklich gedacht. Also nicht, dass ich gesagt hätte, Frauen... Also das Spiel ist ja offenbar... Ich bin nicht ganz die Zielgruppe, möchte ich meinen. Aber ich hätte gedacht, die Spiele wären einfacher. Hat ja doch einen gewissen Anspruch für die heutige Frau, die Spiele. Nein, ich meine das natürlich nicht ernst. Es gibt immer mehr Hardcore-Gamerinnen. Also richtige Gamerin. Nicht so... Ah, ihr wisst, wie ich das meine. Ich muss das hier nicht ausführen. Ich finde es sehr schön, wenn Frauen spielen. Das hat was.
Und einen Stern, einen zweiten. Das ist doch nett. Ja, geht, ne? Bis auf 2 Sterne alle bekommen. Ein 100% ran hatte ich eh nie vor. Nur bla bla bla, ja. Hoffentlich ist dieses Tutorial jetzt bald rum. Gorgeous. Kleiner, du hast wirklich Talent. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Der Typ gibt mir jetzt schon auf die Eier. Alright, ich muss noch etwas vorbereiten. Warum gehst du nicht flott rüber in das Atelier? Bye, Girlie. Warum nennst du uns Girlie? Da fand ich ja sogar Kleiner noch besser. Sprich mit... Oh, ich will nicht mit den ganzen sprechen hier. Das sind so die Bitches. So, jetzt sind wir am Nee, Quatsch, wir sollen ja ins Atelier, ne? Oh, Leute. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss dieses Blöde. Wo ist das Atelier? Oh, Baby. Mach dich frei. Ach, das ist so schlecht. Ist das hier Atelier? Das ist eher ein Bedroom. Wo ist das Atelier? Ach, Moment. Ey, oder? Moment, ist doch bestimmt diese blöde Tür. Komm. Hier links lang. Ach nee, das ist ja Training, Yoga und so, ne? Ja. Boah, müssen wir das auch noch machen? Ey, das kann doch nicht einfach das blöde Tutorial sein. Ach komm, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Also über eine Stunde jetzt. Irgendwann ist mal Schluss. Also, Entschuldigung, aber irgendwann ist mal Schluss. So, dann sag ich einfach... Interessante Pause. Dann sag ich einfach mal, macht's gut, Leute. Bis dann, bis vielleicht beim nächsten Mal. Germany's Next Topmodel. Ja, doch, das spielen wir auf jeden Fall noch weiter. Wenn ihr bis zum Ende das sehen wollt, sagt's mir in den Kommentaren. Ich mach das. So verrückt bin ich. Aber versprechen tue ich nicht, dass ich so gut gelaunt die ganze Zeit da bleibe. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, schreibt doch einfach mal was in die Kommentare zu diesem künstlerischen Erguss. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare dazu. Das reicht mir schon. So, dann nochmal danke fürs Zugucken, falls jemand zugeguckt hat. Bis bald.